Hörst du dieses Geräusch? Dieses Geräusch? Oh Gott, schau! Oh Gott! Hä? Martin? Zombie! Was? Was? Oh Gott! Oh Gott! Nein, 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 nein. Oh. Oh, Alter, das war. Oh. Was geht denn hier? Oh. Das war ein krasser Traum. Ja, war ein super krasser Traum. Krass. Ja, Berlin ist krass. Oh, hier läuft ja immer noch Walking Dead. Dann lass uns weiterspielen. Ja. Bis zum bitteren Erbrechen. The Walking Dead. Ich hab vergessen, wo wir waren. Ach, wir sind gerade mit dem Zug. Der Zug hat gestoppt. Sie hat gestoppt, weil wir uns mit Kenny angelegt haben. Geh und da knüpfen wir jetzt nahtlos an. Ja, gehen wir mal rein. Yeah! Und da stoppt der Zug und ich starte den Counter. 30 Minuten. Knallharte Zug. Again! And again and again. Again, it's... I think it's time. Der war krasser. Was? The boy's been bit. In case you haven't figured that out. What do you need? I gotcha. It's time to... This is not possible. What are we going to do? We can't allow him to become one of those things. Schneid ihn in den Kopf ab. What if he doesn't? Ken, ja. I love you very much. I love our son more than life itself. Krass. I need you to hear me. Also die Episode hat's doch echt an sich. It's foolish. Da hast du recht. No. Aber ich finde, jetzt zeigt die auch ihre Beziehung mehr. Come on, Kat. Zu Katja und Kenny. Davor wirkt er immer ja so führend. Isn't there some sort of pill or... Something we can just give him. Just drift off to sleep. Right, hon? I mean, Jesus, this is our son. I know. But we know it's here or nothing. Fuck. Just who, then? You want me to? You don't have to. I'll do it. No, you don't have to. I'll do it. No, it should be a parent. No parent should have to do something like this. He's right, Jack. Oh, krass. Just let that be it. Wieso? Ich finde meine Entscheidung vernünftig. Ja, ist auch vollkommen legitim jetzt gerade, aber einfach krass. Why don't we take him into the forest, so Clementine doesn't have to see. Genau, wie Clementine darauf reagiert, ist natürlich immer interessant. Weil sie bekommt das jetzt mit, dass er es macht so. Ob das was auswirken kann. Aber scheint jetzt natürlich nichts. Aber ist ja ihr Freund so. Bin noch sehr suspekt wegen diesem Typen. Hm. Ich wollte die jetzt alle ungern alleine lassen. Das sind nämlich zwei Typen, denen ich nicht vertraue und dann noch mit Clementine alleine. Jetzt. What's happening? Ich bin direkt in so einer harten Zeit, glaube ich. Sie kapiert es auch. What are you doing? I'm putting him out of his misery. Oh. Yeah. Man kann sie netter verpacken. Look, Clem. Things are... What the... No! Ben, take Clementine into the train. Go. It'll be fine. Was ist passiert? Wurden sie überfallen? Oder ist er mutiert? Was ist passiert? Gott, ich bin angespannt. Hat sie sich erschossen? Cat! Krass. Cat! Gotcha! Krass. Naja, Doug war wahrscheinlich die einzige Verbindung noch zwischen den beiden. Weil sie hat Kenny wahrscheinlich nicht mehr wiedererkannt, weil er ja auch den Dings umgebracht hat. Nicht, dass das wegen mir passiert ist.
the hell happened? What did you... She couldn't... She just... Oh, fuck! Die Gruppe dezimiert sich in dieser Episode und auf recht krasse Art und Weise immer. Auf jeden Fall. Bisschen geschockt. Oh, krass. Nein, Alter, nein. Das sollte er nicht tun. Gib mir die Waffe. Gib sie mir! Er muss, hat das mit seiner Frau erlebt, er sollte das jetzt nicht direkt mitbekommen. What do we do? Give me the gun, kid. I'll do it. Seine ganze Familie verloren. Krass. Krass. Eigentlich den Grund, warum er immer nach Saverna wollte und weg. Ja. Lily ist auch weg. Dieser ganze Konflikt, der immer da war, hat sich in Luft aufgelöst sozusagen. Alter, was? Das ist krass. Das finde ich schon hart. Das ist... Haben sie nicht direkt gezeigt. Ja, wäre auch ein bisschen, wäre sehr, 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 sehr geschmacklos. Wahrscheinlich aber hätten sie sonst irgendwo auch irgendein... Ein Rating nicht gekriegt. Ja. Zombies sind ja auch noch was anderes. Gerade haben wir uns mit ihm geschlagen. Aber ob er da drauf zurechtkommt und auch mit der Vorgeschichte, weiß ich nicht. Hm. Ich finde das alle sehr unklar jetzt. Auch nach dieser Geschichte, wer weiß, wie er damit zurechtkommt, ne? Die anderen vertraue ich nicht so. Bei diesem Ben habe ich immer noch das Gefühl, dass er es vielleicht war. Mit den Medis? Ja. Und diesen einen, den kennt man ja nicht wirklich. Also eigentlich kann man nur Clementine vertrauen. Fast. Also sicher bin ich mir nicht. Wie krass ist das, ey? Reason to go and tell my girl she's gonna end up dead. Of course she is. I don't know much about you folks, but I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow. If y'all keep going on like this, and that girl ain't gonna make it. What do you know? I know that you don't have a goddamn plan. We get to Savannah, and then what? We find a boat. You think that's a new idea? You got even the foggiest idea about where you're gonna find one of those. Look, sit down with the girl and hash it out. Find a map, for Christ's sake. I'd give you one if I had it. And if something were to happen to you... It won't. If it were, you gotta prepare the girl. Teach her to use a weapon, and for criminy, cut that hair. Vielleicht. Schon. Are you listening to me? For fuck's sake, I shouldn't even have to be telling you this. Find some scissors in my pack and take care of that hair before a walker does it for you. And then show her how to use a gun. Because like it or not, that's what saves your life from here on out. All right, I'll do what you're saying. You're gonna live with the consequences either way. I don't mean to tell you how to do your job. But too many people have died already. They have. Seeing another little girl die. Vier Leute sind gestorben. I hear you. A plant, a haircut, and a gun. It's good advice. Und something. Banditen. Maskierte Sonnenbrillen. Banditen. You have any family? Out there, somewhere. Been sort of on my own for the past 14 years now. Sorry to hear that. No one to blame.
You're homeless then? Suppose. I've had homes here and there, and they just don't work out. I like a drink, you know? Yeah. Got any? No. Darn. Where are you headed? That way. I mean when we get to Savannah. Got a few ideas. We'll have a talk when we get there about whether or not you folks want company. I shot the kid, you know. I suppose someone had to. What a mess. You said it. Be safe up here. You betcha. Ich muss sagen, jetzt vertraue ich ihm schon wieder etwas mehr. Ja, er wirkt halt sehr klar, sehr direkt. So. Ja, gefasst auf jeden Fall. Als er die Frage. Mind if I get by you for a second, Kitty? Can you just leave me alone? Hey. Hey. It'll be good to get to the water. Are there any maps up here? I don't know. I just want to look over one with Clem so she has a lay of the land once we get to Savannah. You mind if I look in there for a second? I really wish you'd just leave me alone. Was will er denn von mir? Gerade ja, hier noch. Ja, okay. Still want to get a boat? It's still the best plan. Yeah. It's the best plan. Nach Europa. Das ist immer alles besser. Hm. Ist der auch in, wie ist es? 24, nee, wie ist es? Wie viele Tage später? 28 Days Later. Ja. Sind sie auch in Europa, war das okay. Nur auf Großbritannien nicht. I wanted to talk to you about keeping my pass from you all. Doesn't matter a lick to me. Just gotta move forward. Okay. Kriegt man jetzt nicht viel was im Haus, habe ich das Gefühl. Kannst du hier immer noch alles öffnen? Oh, nee, doch nicht. Ist die Zug drin? Ja. Da beichtet uns jetzt das erste Mal mit dem Moment. Hey! Denke ich. Aren't many of us left? Yeah. You, me and Kenny. Clementine. The homeless dude, if he sticks around. Are you gonna be able to step up? I can do just as much as anyone else. Good. I hope that's true. Carly didn't have to die, you know. She would have killed me instead. Yeah, maybe. See you. Yeah. War das gerade eine indirekte Beichte? Hey, Biff. Ich möchte jetzt das aus dem Haus kriegen. See you. Hey Ben. See ya. Nimm mal die Weinflasche. Gib dem Kind Wein. Was ist denn? Bloodstain. It's a fifth of whiskey. Einfach eingesteckt. We're not on this train much longer. Hey, Clint. Did you talk to him? I did. He had some, he explained himself and made some good points. Look, we're not gonna let anything bad happen to you, but there are some precautions we have to take. Okay. Yeah, that makes sense. Don't worry, sweetheart. Okay, what should we do? Well, we're gonna figure out a plan for when we get to Savannah. Teach you how to protect yourself and, tidy up a little, so you can't get grabbed so easily. I'd like that. Good. You need to know how to protect yourself. Like schubst er so. Da draußen musst du es lernen. I mean with one of these. First, don't be afraid of it. It's just a thing. Take it. But
know where your finger is all the time. And don't put it on the finger unless you want to hurt somebody. Wie bei Kick-Ass. Okay. Wie Big Daddy. See, it's not scary. It's heavy. You'll get stronger. To aim, you look right down the top through that notch. Line up the sight at the end with your target. Schießt sie durch die Scheibe, fliegt die Kugel und trifft Ben. Und kurz bevor er stirbt, sagt er: I want the guy who deals with the bandits. And then hold your breath right when you pull the trigger. Like when I'm swimming? No, just for a quick second. Nix. I found that if I did that, it's a lot more accurate. It's tough, but it'll help. I can do that. Okay. Ich finde, man kann gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil es echt viel passiert. Ja, ich muss einfach rasch viel lesen. Ja. Good. Don't lock your elbows. Okay, let's take your first shot. Squeeze the trigger smoothly and I'll cover your ears. In einem geschlossenen Waggon zu schießen, finde ich nicht wirklich klug. You okay? My hands hurt. I don't like this. Let's stick with it, okay? Do I have to? Yeah, you do. Wird noch ein bisschen aim right now. Bit to the right. Okay, a little higher. Yay! Yay! Excellent. Good shot. Clementine the Killer. Wo kommen die ganzen Flaschen her? Sind die ganzen leeren Flaschen. Ach so, sehr schön. Ja. Von dem Penner. Aim more to the right. Aim a little higher. There you go. Nice. Wie viel soll ich denn noch abschießen können? Alter, oder das ist ein Bug. Ein Story-Bug. Das geht jetzt die ganze Zeit so. Na gut, jetzt kannst du es machen. I did it! Yeah, you did. Good job. I was holding my breath and the gun didn't shake so much. Das habe ich ja nicht gesehen. You did good. They're not walkers, though. No, far from it. But you know how these things work now. We'll graduate you to walkers one day. Okay, I feel good. Not so scary, huh? Nuh-uh. Jetzt ist sie nicht mehr so niedlich, wo sie eine Waffe betätigen kann. Versteckt, ich hab's safe. Ob man das auch versauen kann? Wahrscheinlich. Man hätte ja auch was anderes sagen können als tief einatmen oder schießen. Was will er mir jetzt mit dieser Kamera richtig sagen? Passiert jetzt gleich was, oder wie? Jetzt kommt die so von der Seite, wie so der Terminator. Ja. Wunderschön. Ups, falsche Taste. Okay. Guck mal, das ist China. Siehst du, ich sagte doch, die Erde ist eine Platte, eine Scheibe. Ja. Ich glaube, wir sind in einen Ingame oder auf einen krassen zweiten Ingame-Bug gestoßen. Ich würde ihn sogar Story-Bug nennen. Ja. Wir können die Folge Story-Bugging nennen. So, meine Lieben, wir sind zurück mit The Walking Dead. Wir haben einen Story-Bug entdeckt und hoffen, da wir noch mal bis zu der Stelle gespielt haben, dass wir, wie soll ich sagen, dass es jetzt funktioniert. Dass es jetzt funktioniert. Ja. Clementine sitzt. Okay, aber auf jeden Fall kommt jetzt nicht die ganze Zeit der Zug einfach noch. Ja, das ist sehr gut. Das heißt, wir können jetzt mit dir reden. Ja, jetzt die Schere, bei dem diesmal spielen hat, lag da eine Schere, die habe ich einfach genommen. Okay. Also sonst dort noch das gleiche gemacht. Hast du die Uhr gestanden? Die Uhr. What do you think about Chuck? I don't know. Me neither. He might be an okay guy though. You think? We'll keep an open mind about him. He's probably had it pretty rough. So you're probably not gonna like this. Was ist mit der Schere gleich abgebrochen? Nothing. We have to talk about your hair. It's not safe. That's not nice. What? Are you saying it smells? Because it does. Kinda.
Do you remember when Andy St. John grabbed it and I got mad? Yeah. Well, that could happen again. And if it's a walker, well, we need to trim it. Just a trim, right? I need to cut it short enough so that I can't. Jetzt kommt jetzt ein Quickie-Eventer. Wenn man sich verdrückt, dann schneidet man halt eben. Wie bei Rain, wo dann so langsam und dann zack. Es galt. Sieht sie auch schon aus wie ein Junge mit ihrem Basecap. Nope, no idea. Oh, how can it be? I'm going to look like a boy. Shush now. Hush, little baby, so don't kill be someone shy. Before. Yeah. I'm glad you finally told me. Me too. You've killed lots of things now. It doesn't even matter. Yeah. Killing is bad no matter what. But you do it now to protect yourself. And to protect me. Doesn't make it good. But you have to. I do it because it's necessary. Walkers aren't people. Okay, I think I'm about done. I can probably tie these pieces back. Das hat's geklappt im Übrigen. Here, I have some hair thingies. You do? Yeah, Lily gave them to me for sleeping. Du hast geschlafen, okay. Bitte. There. All set. Okay. Does it look dumb? No. Just a bit. And a lot harder to grab. Ach, so schlecht sieht sie doch jetzt gar nicht damit aus. Ja. Ginge schlimmer. Ja. Der Britney Spears Look. Ich dachte jetzt, er wollte die Haare komplett abschneiden, ehrlich gesagt. Ja. Clementine's hair is a lot safer now. Sorry about your hair. I think it looks good. Was sollten wir noch machen? Schießen bei Ring? Mom isn't going to das? Like it. What a crappy day. The crappiest. If 3 months ago I'd known what you'd be seeing, I don't know if I would have taken you with me. I probably would have run out of food. You're damn near starved with me. I'm glad I came with you. I need to look around for a few things that'll make sure we're prepared when we get to Savannah. That would be good. I hope it's safe there. God, me too. Wo könnte noch was sein? Ob sich bei ihm was verändert hat. Hey, Ben. Hey. See you. Hey, Ben. See ya. Schön, jetzt dann noch mit deprimiert. Hat sich auf jeden Fall was verändert. Es würde jetzt keine Katze kommen, oder? Nee, doch. Nee, hat sich nichts verändert. Er guckt nicht mal geradeaus. Da kann jetzt, weiß ich was, passieren. Da kann plötzlich ein Panzer auf der Gleise stehen. Da könnte Panzer auf der Gleise stehen. Panzer, fahren wir wieder Panzer. Auf dem Cab Door. Trink doch mit ihm seinen guten Brandy. Stimmt, den hatte ich ja jetzt. Stimmt. I found this in your packet. Damn. Didn't realize I had it left. Thank you. Want a nip? Sure. Ja, der Club macht's. Immer schön saufen. mit einer. Ist ja noch Wasser drin. No kidding. Anybody in there want to share a drink? You let them know. Will do. Das ist der Drang, Kenny fragen, ob er was trinken will oder was. Hey, Kenny, willst du mit dem Penner, den wir gerade getroffen haben, den wir gar nicht den kennen? Den Penner und den Typen, der deinen Sohn erschossen hat. Chuck wanted to know if you needed a drink. He's got some. Yeah. Hat er nicht mal erzählt, er ist trockener Alkoholiker oder so? Nee. Was kommt jetzt raus? Und konstant die Karte.
weggelockt, in alter Adventure-Manier. Ja. Ich denke mal, irgendwas quietscht auf dem Boden, aber weiß nicht. Die Aliens. Ja. Ist aber schnell wieder da rein. There was a map of Savannah in the cab. That's where I would look. I'll talk it over with Clementine. Make sure she's got a sense of things by the time we arrive. Good. Jetzt macht er einen Plan mit dem kleinen Kind. Ey, genau so machen wir das hier. Guck auf diese Karte. Merk es dir! So läuft es ab. Merk es dir! Genau so. If you ever need to talk. If you ever need to talk. I don't see that need to happen. It should. Ich schicke dir nochmal was zum Trip aus. You'll keep an eye out up here? Sure. Okay, then. Jetzt gehe ich einfach. Das geht? Ah, oh, ist Kenny sauer. Thanks. Das ist ganz schön beeilt. So. Oh Gott. Ob sich was bei ihm verändert hat? Hey, Ben. Hey, Ben. See ya. See you. Yeah. Ein sehr wichtiger Charakter. Momentan noch etwas blass um die Nase. It was me. Oh. It was me. Uh-huh. I was the one giving the bandits supplies. What? Als hätte man es nicht geahnt. Bitch. Jetzt wird auch zurückgelassen. Er schubst ihn so raus. Ich weiß nicht, wie ich reagiere. I know. They said they had my friend, that he was with just, them. Just stop. Fuck. Can we even trust you? Yes. Why'd you have to go and tell me that? I just... No, just don't tell anybody. You can't take any of it back, so don't. Okay. Die Frage ist, ob du ihn hättest zurücklassen können. Von Anfang an und dann hätte sie Carly nicht erschossen. Das wäre interessant gewesen. Wie von Anfang an zurücklassen? Na, du hättest, da gab es einen Punkt, wo es um den Disput ging, wer was geklaut hat, und hättest gleich sagen können, ja, er war's. Raus mit ihm. Sozusagen. Hey, ist rausgefunden, oder ob sie trotzdem überhaupt. Schreibt uns das bitte in die Kommentare. Wenn ihr das rausgefunden habt, bitte. Oder macht es als Videoantwort. Videoantwort wäre natürlich noch ein Stückchen fetter. We don't know what to expect. Fetter. Ihr könnt ja auch schreiben, ob ihr auch so komische Bugs hattet. Mit einem Zug, der weiterfuhr. Aside from everyone else, when this train stops, you and I should know exactly what we're doing. A plan. I like it. Good. I think we should look for your parents. Really? Yeah. You need to know if they're okay. Well, if they're not, what happened to them? I'm sure they're okay. I think I heard them die. Yeah, it's best to stay positive. That's what Dad always says. Let's look at the map. If we can figure out where they were, we can start there. Looks like we'll come right in town if there's nothing on the tracks to hold us up. Die Mutter hat sich mehr oder weniger schon verabschiedet. They always stay in the same place when they go there. It's, Deswegen, I heard them die. Hey, don't worry. We'll figure it out. Have you ever been there? Once. Think about du machst ja Hoffnung. Schmettest sie dann zurück auf den Boden der Realität. Really tasty dessert. Oh. It's called the, ich hab's einfach vergessen. Scheiße. Something Mar. Is this it? The Marsh House? Yes, that's it. So we'll head there. Yes. You think we have a Aber vielleicht findet er ja die Mutter oder so. Wir können Lee und die Mama ein Paar werden. Can I tell my parents? Bow, 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 bow. Bow, 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 bow. Was sag ich jetzt? Sag ich? Sure. Sure. Du kannst ja jetzt nicht auf einmal wissen so, oh, war nur ein Witz. War nur ein Witz. Deine Eltern sind tot. And you're a good little shot. Jetzt muss ich mit den anderen reden. I guess we should see how far. Oh shit! Hold on everybody! Da war ein Panzer. Auf die Uhr? Ja, sie läuft. Achievement. Unexpected delay. Alter.
Also wirklich, Telltale, ihr habt echt geschlammt. Das regt mich übelst auf. Fuck, 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 everybody, fuck, everybody, fuck, fuck, motherfucker, motherfucker. Maybe we could walk. One, two, one, two, three, four. That's fucking stupid, man. I'm just saying. Yeah. Jane's son, Bob strikes back. I ain't got much experience with y'all's fortitude, but we could probably deal with that. We got a goddamn train. That thing's not full of milk, Charles. That's gas or diesel. Something that's gonna explode. You gotta get a hold of yourself. This a crew here. This ain't shit. This? Yo, you keep screaming like that, you're gonna get your face chewed off. Are you guys gonna be trouble? Because we could have just kept walking. Define trouble. Anything that gets you killed, or worse, it tends to come hand in hand with groups of guys in distress. Let's give these guys a break. We'll see. You guys got a problem with your train? Yeah, you're standing right in front of it. Dude, it's a wreck. It's not so bad from up here. Send your buddy up to have a look. Anything goes sideways up there, we won't let them escape. Ich möchte eigentlich Clementine nicht zurücklassen mit diesen anderen Typen da. Ich weiß ja, wer diese Typen da oben sind. If I come up there, you better not be murderers or thieves. I guess you'll have to find out. Ich habe gewartet, dass ein Zug vorbeikommt. Weil die Wahrscheinlichkeit so hoch ist. Ja. We're doing fine. For now. What about when... Stop it. Hey, dude. I'm Omid. Lee. Krista, what's the deal with the train? We're driving it. Oh, man. Look, you want to help us out? We could use some able bodies and, yeah, we really need some help. What's in it? Oh, shit! God damn, you guys have a kid! What are you doing? Sind irgendwelche Pädophilen? How long it's been since I've seen a kid? Shit! What's your name? Clementine. Oh, so he gets to swear. Oh, this is great. See, things are looking up. You're not her dad. He down there? It's that obvious? To me. And no, he's not down there. Huh. What's your story? I came across Clementine alone. First day all of this happened. We've been together ever since. And everybody down there, they're cool? Kenny lost his wife and kid. Man, how long ago? What time is it? I don't know, four? Maybe 2 hours ago. God damn. We're sorry for anything that's happened to you guys. The train is awesome, though. A tank is your real problem. We'll help you with it. Mitleid. But if we see anything we don't like, we're moving on down the road, alone. We'd appreciate the help. You can't just blast through it, I guess? If you could get it down, the rest would probably be pretty easy. We'll start there. We'll come down and settle in and see if we can help. Gut. Ich würde sagen, dass... Das war das Ende des vierten Teils von, ihr wisst schon, wie das Spiel heißt. The Walking Tino hat Dead. Es ja 100-mal gesagt. Walking Dead Episode 3. Ja, diesmal auch mit Super Storybug. Ja, den. Aber den Frust sprechen wir uns in der letzten, im letzten Part von der Seele. Du darfst deinen Monolog führen. Danke, danke, vielen Dank. Gut, dann, ne, Päuschen, Späßchen, bis nachher. Bye. Bye, 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 bye. Oh.